Im Namen des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria. Letzte Woche am Samstag haben wir eine interessante Lesung gehört. Da geht es um Jakob und um Esau. Es geht um das Erstgeburtsrecht. Und wir kennen die Geschichten. Es lohnt sich auch wirklich, über diese Lesung hinaus weiter zu lesen und zu hören, wie sich das Ganze entwickelt. Es geht um Authentizität, es geht auch um unsere wahre Identität. Und manchmal möchten wir so mehr sein in unserem Leben, etwas anderes sein. Und wir belügen uns selbst. Wir haben auch Menschen, die uns in der Lüge unterstützen können, Menschen, die uns sehr nahe stehen und die uns auch dazu ermutigen. Aber Gott können wir nicht belügen und uns selbst können wir eigentlich auch nicht belügen. Und früher oder später müssen wir uns dann der Wahrheit stellen. Früher oder später wird die Lüge aufgedeckt und das dann auch mit Schmerz. Und das ist dann eine Situation, in der wir wachsen, in der wir reifen, in der wir uns Gott stellen, in der wir dann aber auch endlich anfangen können, richtig zu leben. Und so war es dann auch mit diesem Erstgeburtsrecht. Esau war der von den Zwillingen, der als erster zur Welt kam. Jakob ist ihm nachgefolgt. Jakob hatte also von der Geburt her, rein von der Zeit her, das Erstgeburtsrecht. Aber die Mutter von den beiden, die wollte eher, dass Jakob dieses Recht bekommt. Und Isaac hat den Esau hinausgeschickt, etwas, ein Wild zu schießen, vorzubereiten, weil Isaac auch gerne gegessen hat. Und das hat ihm auch gut gefallen. Er konnte nicht mehr so gut sehen, der Isaac, aber er hat wohl noch das Leben genossen. Gleichzeitig hat dann die Mutter von den beiden hat gesagt, Jakob, ich will, dass du das Erstgeburtsrecht bekommst. Sie hat schnell etwas vorbereitet und hat dem Jakob Felle über den Nacken gelegt und die Kleider von Esau gegeben, damit er ein bisschen den Geruch annimmt von seinem Bruder Esau, der ein Jäger war. Und so hat dann Jakob dieses Essen seinem Vater gebracht. Und der Vater stellt die Frage, wer bist du, mein Sohn? Isaac hatte Zweifel daran, dass Jakob wirklich sein Sohn Isaac ist, der Erstgeborene ist. Aber der Versuch, den Vater zu betrügen, er klappt. Menschen können wir betrügen, Gott können wir nicht betrügen. Und nachher kommt es zu einem Problem. Als Esau nach Hause kommt, da ist er wütend, er ist traurig und er bittet den Vater auch um einen Segen. Es geht dann so weit in der Spannung, dass Jakob flüchten muss vor seinem Bruder. Er flieht in ein anderes Land zu seinem Onkel, wo er dann jahrelang arbeitet, wo er dann auch Frau und Kinder und dann auch Herde und zu Reichtum kommt mit Schafen und mit Ziegen und auch mit viel List. Er war schon jemand, der sich auskannte. Und dann spürt er, dass er nach Hause zurückgehen muss. Und jetzt kommt dann diese Situation, die so wichtig ist, wo er nach Hause kommt. Und er spürt, ich werde meinem Bruder Esau begegnen. Der wird mich nicht mögen. Er hat Angst, er hat Todesangst. Mein Bruder wird mich töten wollen. Und diese Angst war auch irgendwie berechtigt. Er hat sich jahrelang vor dieser Lüge in seinem Leben gedrückt. Und dann bevor er seinen Bruder Esau begegnen sollte, hat er seine Knechte mit dem Vieh, mit seinem Besitz, mit seinem Erbe, hat er vorausgeschickt über den Jabbok, über den Fluss. Und er selbst ist auf der anderen Seite des Flusses auf Distanz geblieben. Aber es wurde eine unruhige Nacht, in der er gekämpft hat. Er hat mit einem Unbekannten gekämpft und dieser Unbekannte, der war sehr stark und wollte Jakob nicht loslassen. Und so ist es in unserem Leben. Es gibt diesen Kampf, wo wir spüren, da ist jemand, der ist stärker als wir. Der will uns nicht loslassen. Wir haben es schwer. Aber auch Jakob wollte nicht loslassen. Und dann, als die Morgenröte aufstieg, dann hat dieser Unbekannte, es war Gott, hat er Jakob geschlagen auf die Hüfte. Und seitdem hat Jakob dann gehinkt und er wurde am Ischiasnerv getroffen. Aber dieses Hinken war nicht nur jetzt so wie eine Behinderung,
sie hat etwas ganz Besonderes. Gott hat dem Jakob in diesem Kampf, wo er sich Gott gestellt hat, wo er sich von Gott auch die Frage hat stellen lassen, wer bist du, mein Sohn? Wirst du denn jetzt Jakob sein? Wirst du denn jetzt nicht mein Betrüger sein? Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben, weil Jakob Gott nicht losgelassen hat. Und das ist der wichtige Punkt, weil er Gott nicht losgelassen hat, hat Gott ihm einen neuen Namen gegeben, Israel, stark im Kampf mit Gott. Liebe Brüder und Schwestern, das ist es, worauf es ankommt, dass wir uns selbst und auch den Lügen in unserem Leben stellen, sodass Gott uns unsere wahre Identität geben kann und dass die Lüge weichen muss. Und Gott gibt uns diesen Namen und er möchte, dass wir stark im Kampf sind mit Gott, dass wir uns ihm stellen. Und wir wissen, wie es dann weitergegangen ist. Am folgenden Tag ist dann Jakob seinem Bruder Esau begegnet. Und was ist passiert? Esau hat ihn überhaupt nicht töten wollen. Die beiden sind sich in die Arme gefallen. Jakob hatte jetzt seine wahre Identität gefunden. Stark im Kampf mit Gott. Nicht mehr mit meinen eigenen Mitteln werde ich kämpfen. Nicht mehr mit meinen Lügen, wo ich auch noch unterstützt wurde von der Mutter. Ich lebe aus der Kraft, die Gott mir schenkt. Aus der Identität, die Gott mir schenkt. Und so, liebe Brüder und Schwestern, ermutige ich uns allen, dass wir uns Gott stellen, mit dem, was wir in Wirklichkeit sind, und uns von Gott die Frage stellen lassen, wer bist du, mein Sohn? Bist du wirklich der, zu dem ich dich erschaffen habe? Und dass wir mit Gott ringen und dass wir ihm all das geben, ihm all das anvertrauen, auch wenn wir uns vielleicht nachher ein wenig angeschlagen oder geschlagen spüren, aber dass wir endlich dann das sind, was wir in den Augen Gottes sind, stark im Kampf mit Gott. Und so möge der Herr uns dazu segnen, uns mit seiner Liebe, mit seiner Kraft erfüllen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.